So, das ist er also, der neue Renault Zoe. Den werden wir jetzt die nächsten 4 Wochen auf Herz und Nieren testen. Neben mir der Daniel Richter von der Dresdner Auto AG, der uns das Auto zur Verfügung stellt. Ja, ich bin mal gespannt. Das erste Mal E-Auto fahren und alle Fragen werden wir in den nächsten 4 Wochen hoffentlich klären können. Wir werden, wie gesagt, auf Herz und Nieren testen. Und wenn Sie Fragen haben zum Renault Zoe, zur E-Mobilität, dann einfach auf radiodresden.de gehen. Dort gibt es dann auch alle Videos und Beiträge zum Anhören und Nachschauen und natürlich jeden Nachmittag bei Robert am Nachmittag.